Die Statistik beweist es. Die Bundesrepublik wird im Vergleich zu den Vereinigten Staaten im Pro-Kopf-Verbrauch an kosmetischen Artikeln als unterentwickeltes Land angesehen. Daran ändert auch nichts die Tatsache, dass sich der Verbrauch an kosmetischen Artikeln in den letzten 10 Jahren etwa verdoppelt hat. Der deutsche Ehemann freilich fühlt sich durch die Ausgabenposten seiner Frau für Friseur und Kosmetik immer noch überfordert. Dennoch hat sich einer der größten Kosmetikkonzerne der Welt das Wunschdenken der deutschen Frau zunutze gemacht. Nicht ohne Erfolg, wie die Verkaufsstatistik ausweist. In Bremen eröffnete diese Firma nun die erste europäische Kosmetikbar. Was wollen Sie mit diesem reichhaltigen Angebot bei den Kundinnen erreichen? Unsere Kosmetikerinnen wollen unsere Kundinnen sicher machen im täglichen Make-up, das eben nötig ist für eine sehr gepflegte Frau. Darf ich es Ihnen mal demonstrieren? Nur ein Hauch, Sie sehen gar nicht so knallrot aus, wie man sich das immer einbildet, nicht? Die sogenannte Kosmetikbar, in der wir drehten, befindet sich mitten in einer belebten Fußgängerunterführung in der Bremer Innenstadt. Zur Stunde weiß niemand, wie das Experiment ausgehen wird. So viel dürfte allerdings heute schon feststehen. Die Kosten für die kosmetische Emanzipation der Frau werden zum großen Teil vom Mann getragen werden müssen.